Jetzt müssen wir die Erdbeere pflücken ohne Schaufel. Weiß nicht, ob das geht. Vielleicht können wir hier von der Spitze. Okay. Können wir irgendwie drauf springen? Das wäre eine Idee, dass man die irgendwie den Boden so sehr stampft, dass man die. Oh, hier gibt es ein Tunnelsystem. Da brauchen wir eine Schaufel. Dann kommen wir hier nicht hoch. Schaufel, Haken und Schwert brauchen wir. Was? Du war enttäuscht, am Berg nichts gefunden zu haben. Also sprang er auf dem Rückweg von der Klippe. Mein brutaler Aufprall auf den Boden würde ihn schließlich beruhigen. Extremsportarten, eine 46 von 100. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Bungo erwachte mit einem schrecklichen Schmerz im Rücken. Aber sein abenteuerlicher Geist war lange nach dem Abenteuer. Verlangte nach mehr Abenteuer. Dumme Abenteuerlust. Okay, ich werde mal kurz. Welche Endings haben wir noch nicht gemacht? Ending 36. Ja. Die davor haben wir alle schon, oder? Okay, immun gegen Drachenflammen ist Nummer 36. Da brauchen wir den. Wo finden wir den? Ich guck jetzt einfach mal eine komplette so nach. Einfach um zu wissen, wo diese verdammte. Ich habe mir nicht gemerkt, wo diese Kristall ist. Das wäre halt hilfreich einfach. Auf dem Vulkan Jingu. Nee, beenden wollte ich es jetzt nicht. Spiel gefälligst weiter. Wir spielen mit Hugo weiter heute. Hugos Adventure. Ja, 70 Tank 301. Kein Wunder, dass der so alt aussieht. Seit 70 Jahren auf Abenteuer. Was Sachen gibt's? Gehen nach links um die Westklippe hinauf, gehen sie weiter durch den die geheime Höhle links um Sockel. Vulkan Jun. Da kommen wir, glaube ich, nur, wenn wir uns da runtergraben und dann. Oh, hier. Und jetzt kommen wir hier in das. Ja, das ist der Feuerkristall. Das Lava-Schmuckstück.
Jetzt müssen wir hier zum Drachen runter. Ist der Drache nicht hier unten gewesen? Ja, hier ist er gewesen. So müssen wir jetzt mit dem Magma-Schmuckstück. Ich glaube, dass der Drache jetzt nichts mehr anhaben kann. Ha! Genau so. Das Lava-Schmuckstück stießt die Flammen des Drachen ab. Aber nicht seine Krallen. Oha. Feuerfest. Genau so. Ich wusste halt nicht, wo ich den Kristall herkriege, das Schmuckstück. Hab ich mir jetzt gerade ein bisschen helfen lassen. Sorry. Nach seiner Begegnung mit dem Drachen wurden nur winzige Teile von Hugo gefunden, sodass sein Zwillingsbruder beschloss, den Familienbetrieb zu übernehmen. Hugos Bruders Haus. Aha, Hugos Bruders Adventures. Jetzt Lugo. Der Bruder von Hugo, Lugo. Okay, was für Endings haben wir jetzt noch? Stück für Stück uns voranarbeiten. Das Vergnügen nach dem Zufallspunkt. Ja, dann müssen wir die Hebel. 38. Ach komm. 54%. Lugo geht weiter auf Reisen. Verdammt! Ich würde gerne ein Schwert mitnehmen. Okay, das Ending mal eben hervorgerufen. Nach dieser Änderung. 21,65, alle Helden sind zu weit gekommen. Aha. Lugo. Die Wache lebt aber noch. Nur die erste Wache, die wir umbringen hier. Liegt dann immer ins Mahnmal vor dem Palast rum. Wäre wahrscheinlich auch so, wenn wir den im Palast oder wenn wir den hier getötet hätten. Liegt da einfach rum und fault. Hier müssen wir nochmal einen Schaufel mitbringen. Geht's nicht rein. Hier auch nicht. Ah, sehr schön. Wir sind reingekommen. So geht's. Okay, jetzt haben wir hier drei Schalter, drei Hebel. Linker Schalter. Lugo konnte den Geruch von köstlichem Bier in dieser Truhe nicht widerstehen, obwohl die Stacheln an den Seiten des Raumes eine ziemlich offensichtliche Botschaft aussahen. Oh Mann, ich bin so durstig. Ende 38 von 100. Ah ja. 2 Monate später. Ouchi.
Diese Stacheln füllten das Loch in Lugos Magen, aber nicht seinen Abenteuerlust. Jetzt sind wir wieder jung. So. Verlassen wir das Spiel dafür. Ist nicht nötig, aber. Ende 41 Hinweis, Hitzebeständige geschildert. Ah ja, okay. Da wissen wir jetzt, wie wir. Verdammt. Müssen wir, glaube ich, mit dem Schild kombinieren, wenn mich nicht alles täuscht. Wir wollen hitzebeständigen Schild, das machen wir hier. Wem spielen wir das? Ist sie, wie ist denn der hier hingekommen? Okay, Whisk. Undertale. Ist der nicht Frisk? Ja, so. Aus Undertale. Okay. Ich glaube, da brauchen wir das Schmuckstück. Wie sind wir nochmal da hingekommen? Ich glaube, es irgendwie, hier sind wir irgendwie durchgefallen. Ah ja, hier. Ein Geheimeingang. Das Helden-Schutzschild. Da müssen wir dann zum Drachen. Da geht es ja hier auch rein. Ich hätte den Schild einfach als erstes nehmen sollen. Ich bin blöd. Hier. Farbwechsel. Schlimm. Die Karte sieht blöd aus. Nichts gegen Frisk, aber. Nur für das eine Ending hier. Das Schild. Jetzt haben wir ein feuerbeständiges Schild. Ich glaube, jetzt. Nein, verdammt. Stecken wir hier, glaube ich, fest. Jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Oh, doch, können wir. Ich komme an den Drachen von hinten ran. Können auch von vorne kommen, machen müssen wir sowieso. Aber was soll es? Mit dem Schild und dem Lava-Schmuckstück war Frisk immun gegen jeglichen Schaden durch den Drachen. Nicht gegen Schmerz, ständig angegriffen zu werden. Sein Körper widerstand knapp, aber sein Verstand wacht schließlich zusammen. Posttraumatische Belastungsstörung. Ah ja. Die nächste Reihe voll. Stück für Stück. Der Wächter stellte fest, dass Frisk mit einem leeren Blick in seinen Augen umherirrte und legte ihn in sein Bett. Sein Verstand war völlig gebrochen, aber sein Körper brauchte noch ein Abenteuer. Nein, nein. Nehmen wir einen anderen Charakter. Schrödinger? Was ist die Katze? Chuck das Hühnchen. Ash den geruchloser Scherge. Botox. Klempner. Ach kacke, ich wollte nochmal nach den Hinweisen gucken.
Radio. Mit Endings. Hier haben wir Ending Nummer 45. Bespringen die anderen Machsprüche. Das wollen wir wahrscheinlich bei der Prinzessin machen. Vermute ich mal glatt. Von der Prinzessin mal ein bisschen nicht anmachen müssen. Okay, zum Schluss. Klempner rettet die Prinzessin. Brauchen wir da irgendwelche? Nee, können wir. Wir können ohne Items da hinkommen. Zum Schluss. Dass wir nur hüpfen können. Lass dich nur nicht töten. Achso, ja, das war der Schalter unter dem. Aufgepasst. Hier rüber. Die Mimik nicht retten, sondern hier abwarten. Und wie Objekte behandeln. Du hast die Prinzessin. Oha, schnell weg hier. Ah, okay. Renn ins Bett. Welche Art von Belohnung wäre es Super Mario wert, unzählige Gefahren und Feinde zu überleben? What the fuck? Stimmt, ein Quickie mit der Prinzessin. Okay, dieses Spiel ist nicht ab. Dieses Spiel ist nicht für Kinder gedacht. Okay. Ich war gerade abgelenkt von Twitch. Da war keine Anzeigefehler. Super Mario ging schnell, wollte ich nur einmal erwähnen. What the fuck? Bettgeschichten. Oh, nackt. Jetzt haben wir einen nackten Charakter. Holla die Waldfee. Ja, 71 Tag 272. Super Mario wachte auf und erkannte, dass er seine Kleidung nach seiner Begegnung mit die Prinzessin zurückgelassen hatte. Vielleicht sollte er sich mit etwas bedecken, damit er unsere Empfindung nicht verletzt.